Ha! Warum sind deine Flows so kacke? Warum ist dein Verein so weg? Warum kriegen wir nichts gebacken? Warum fragst du nicht den Keck? Da wackelt doch die Kamera. Hallo, Herr Tarner. Hallo, Herr Tarnerin. Hallo, liebe Hater. Ganz besonders hallo, Tor Hertha. Hallo, BSC 21. Airtime Flo, Küsschen. Funk Mainzer Flex. Guten Abend, Intellion. Guten Abend, Rooney. 1892. Tag auch. Glück auf von dem einzig wahren blau-weißen Verein an den Gelsenkirchener blauen Verein. Rivalität, ja, leider jetzt in der zweiten Liga. Ich bin jetzt schon gespannt auf das Spiel gegen euch. Hab keinen Fahrschein. Diggi, was geht, Mann? Pidi Platsch, der Hühne ist auch da. Kirikan 67 ist auch da. Timtenhau hier. Und Piloten 12 auch. Paule Fein, du geile Sau! Dennis, der ist im Urlaub und wird gleich anklingeln. Mal schauen. In welcher Qualität? Wir lassen uns mal überraschen. Sorry. Es ist so heiß. Ich sitze hier bei 68 Grad unterm Dach und denke die ganze Zeit, das war eine richtig dumme Idee. Aber was sollen wir machen? Solange das Gör noch nicht da ist, komm, stream, bis der Arzt kommt. Heute, dann morgen bei Tom, dann mit Joel, dann gibt es den Watchalong beim HSV. Bam, 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 Alarm, Alarm, Alarm. Und dann mal schauen. Dann nächste Woche, er wird kommen, das ist wohl sicher. Und dann, wie gesagt, jeden Tag ein Stream. Das ist die Aufgabe, die mir gestellt wurde. Und mal schauen. Ich habe vor, diese Wette zu gewinnen, auf jeden Fall. Mal schauen, mit was für einem Content. Vielleicht werdet ihr mich ganz schön fertig vorfinden nach der Geburt. Wir werden es sehen. Wir lassen uns überraschen. Auf jeden Fall ist es scheißheiß hier oben. Wahnsinn. Aber ich habe mir hier ein kleines Gösser aufgemacht. Ja, es ist ein 0,0% Gösser. Bevor ihr wieder anfangt zu sagen, ey, hier, Alki-Flow ist wieder da. Ich habe es versprochen. Bis zur Geburt bin ich jetzt mal straight. Straight edge. So. Ich hoffe, Dennis kommt gleich, weil es gibt ja eine Menge Themen. U23 wird Meister, ja. 30 Grad, Flamingos und Flipper. Ey, woher weißt du? Fitti. Genau. Kennen wir uns irgendwo BSC vielleicht her? Lee Joe. Hertha 2 spielt gerade für ein 1-0 Regionalligaspiel. Finde ich gut. Live-Geburt bestimmt nicht. Mahu, Diggi. Ich sage immer, hau hier, Diggi. Geht's dir denn gut? Mann, ach, Grüße an unsere taffe Eiserne und alles Gute. Werde ich hier ausrichten. Gustav Christensen, ja, der soll mal in die erste rutschen, oder? Wenn er jetzt schon so abscored. Ey, was, Kirkan, stimmt es, dass die Blauen aus Gelsenkirchen Dämme auch ein Angebot machen wollen? Ey, was ist denn mit Dämme? Was ist denn los mit Dämme? Wann kommt der denn? Ey, ich vergesse bestimmt nicht die Abos. Und weißt du, wisst ihr was? Warum? Weil ihr so unfassbar geil seid, wirklich. Es ist unglaublich, in was für eine Abosphäre. Ach Mann, ey, Kirikan, warum? Ey, das Herz ist wieder gespalten, ey. Du darfst was nach Luka Thyssen nicht mehr mit mir machen. Ihr habt, ey, den Abostand in schwindelerregende Höhen hier bei Twitch getrieben. Das finde ich mega, mega cool von euch.
Deswegen gibt es jetzt nur noch Content, nur noch seriösen Content, versteht ihr? Natürlich nicht. Also El Nino, im 9. Monat. Ich bild mir was drauf ein, weil jetzt sind wir ja praktisch Eltern. Noch einen Monat und dann ist es soweit. Mal schauen, wie wir unser Kind nennen. Genauso wie Paul Fein. Ah, wie nennen wir denn unser Kind? Auch schon im 9. Monat. Das geht alle aufs Ende zu, Leute. Ein Pflichtdreier ist drin gegen Hamburg. Okay, werden wir gleich drüber reden. Harry Kane. Diggi. Schon im 2. Monat. Harry Kane. Bist du, ist das für Harry Kane oder Harry Kane, das Festival? Man weiß es nicht. Es wird kein Mädchen, es wird ein Junge schon wieder. Ja, das ist wirklich, das ist jetzt wirklich die Frage. Endlich kommt Dämme. Es ist, wie es ist, aber wann wird es denn endlich vermeldet? Was ist los? Oh Gott, Michael, so ein Arbeitskollege Honk lädt mich gerade ein Grillen bei mir. Mann, Diggi, das Kind kommt. Verstehst du das denn nicht? Ich kann nicht grillen gerade. Ja, was ist mit Dämme? Der sollte schon längst hier sein, Paul Fein. Eigentlich sollte das eigentlich spätestens verkündet werden, aber Michael Peter Berenger, das ist ein sehr guter Name. Michael Peter. Ja. Peter hatte ich wirklich wegen Peter Porn auf dem Kessel, aber ist abgeschmettert worden. Maimach. Nee, der Junge, der ist schon angemeldet. Mit seiner Geburt wird er gleich Mitglied im geilsten Club der Welt natürlich. Und der ist nicht Union. Nein, nein, nein. So. Wir fragen mal Dennis, wann er kommt. Ja. Wo bleibst du? Wo bleibst du denn? Wollen wir mal ein bisschen Druck machen und noch ein Herz hinterher geschickt. Bam. Ja, also was ist denn bitte los? Was ist erstmal los mit dem Transfer von Dodi Lukebakio? Weil ich fürchte, dass es immer noch an diesem Transfer hängt, warum wir Dämme nicht verpflichten, weil wir erst diesen Transfer durchhaben wollen, um uns dann noch mit einem Gehalt wie dem, was Dämme kriegt, zu belasten. Und ja, warum hakt es? Warum hakt es an diesem Transfer? Und genau in dem Moment klingelt es, Dennis ist da, weil er natürlich genau weiß, dass ich jetzt schon wieder wilde Spekulationen hier in den Stream pusten würde. Und er, der bestinformierteste Mann südlich der Spree und nördlich der Havel, ist gerade, oha! Er ist gerade im Urlaub und ich glaube, es ist ein Stillleben. Es sieht aus wie ein Van Gogh-Gemälde. Wir hören dich nicht. Aber es sieht schon mal gut aus. Du musst das Mikrofon anmachen und dann hören wir dich. Ah. Es sieht super aus. Wir hören dich nicht. Du hast dich selbst gemutet, steht hier. Du hast dich selbst gemutet. Du musst erstmal das Mic anmachen. Luki! Nein, 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 nein. Jetzt hört auf, wieder rumzuhaten, dass es hier an dem besten Tontechniker der Welt liegt. Das Hemd ist schon mal mega geil. Ich fürchte, da ist noch ein Mute-Knopf gedrückt. Du musst das noch aufziehen. Gleich bei Sarah angemeldet. Genau, aber Sarah ist doch für die Frauenmannschaft zuständig. Da ist sie, die geile Sau. So sieht's aus. Jetzt müssen wir nur noch sein Stimmchen hören und dann ist gut.
Aber irgendwas hakt hier noch in der Verbindung. Also nicht in der Verbindung, sondern ich glaube, das Mic ist vielleicht nicht angestöpselt oder nicht aufgezogen, nicht angeschaltet. Oder wir probieren es. Ach, er hat nicht sein Mic mit, er macht es über seine Kopfhörer, glaube ich. Daran könnte es liegen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Antifaltenfilter ist aktiviert. Ey, du bist so gemein, Zockeria. Das ist richtig old. Ich habe keine Bambusleitung. Harry Kane cheert schon wieder richtig fett. 500 Bits! Du bist die geilste Sau. Harry Kane. Und das im Jahr von Al Bundy. Das Hemd ist ein bisschen Al Bundy-Gedächtnishemd. Ich glaube auch, dass Sarah die Frauen mit Medizinbällen den Teufelsberg hoch und runter schickt. Guten Abend. Was machen wir denn da? Ich glaube, du musst mich mit dem Handy anrufen, mein Schatz. Wir probieren es einfach mit dem Handy. Ich werf dich nochmal raus, weil du bist auch eingefroren. Und dann schauen wir nochmal, ob die Verbindung besser wird. Der Dennis ist nämlich so verrückt. Der ist ja beim Auswärtsspiel gewesen. Oh, jetzt ist er gleich wieder weg. Beim Auswärtsspiel gewesen und ist gleich weitergetourt. Hat sich, glaube ich, nach unserem Pokal-Megaspiel am nächsten Tag ein Spiel von Lübeck angeguckt. Und ist dann weitergefahren um, ich weiß gar nicht, auch, ich glaube, nach Bielefeld kann es sein. Ja, auf jeden Fall endet seine Reise natürlich wo? Beim HSV. Ja, und deswegen ist es gerade schwer. Es ist ja unfassbar, dass er es probiert. Aber ja, Mahut, spül dir den Mund mit Seife aus. Also lass uns mal, bevor er es nochmal probiert, mal mutmaßen. Dodi Luke Bacchio. Hat er einfach keinen Bock, zu Burnley zu gehen, was er ja schon am Anfang gesagt hat, er will eigentlich nicht bei so einem möglichen Abstiegsklub wieder spielen, sondern zum Erfolgsklub wechseln, was natürlich auch schon wieder völlig größenwahnsinnig ist für jemanden wie Dodi, der irgendwie es noch nie bei irgendeinem Club geschafft hat. Ah! Zweiter Test. Ja! Hurra! Ja. Hurra! Wir sind wieder da. Da bist du ja, mein Schatz. Es ist vollbracht, es ist vollbracht. Oh, ich Oh, sehe gut aus, ey. muss ich Du sagen. siehst super Ja. aus. Ich bin hier am Eingehen. Weißt du, wie heiß es ist hier? Ich schwitze wie nichts. Oh, bei uns hat es gerade in Strömen geregnet. Vor, naja, Stunde, eine Stunde ungefähr. Wo bist du denn gerade? Timmendorfer Strand. Oh, schön. Ihr macht ja eine schöne Ja. Tour. Naja, gestern waren wir bei VfB Lübeck. Und Samstag geht's ja nach Hamburg, ne? Das wird so geil. Ich habe so ein gutes Gefühl. Ich Oh, hab, trotz unserer Abwehrsorgen, ja. trotz unserer Abwehrsorgen habe ich ein extrem gutes Gefühl, wie immer. Ich habe ja immer so ein Gefühl, was dann irgendwie wieder enttäuscht wird. Ich gucke mir jetzt mit Absicht nicht den Chat an, weil ich genau weiß, dass sie wieder sagen: Oh, Flo, bitte hör auf. Wir können es nicht hören, deine optimistische Art, Alter, gibt's doch nicht. So, da du ein bisschen kämpfen musstest, mein Hase. Wir sind Ja. gerade am Mutmaßen. Und zwar, es geht um Dodi Luke Bacchio. Was zur Hölle ist da los? Ich habe gerade mich gefragt, liegt es daran, dass Dodi gar nicht so richtig Bock hat, nach Burnley zu gehen, eventuell, und wirklich jetzt guckt, gibt es noch was anderes? Ist es 777, die wirklich dazwischen funken, oder woran hakt's? Tatsächlich habe ich keine internen News oder Sachen, die ich euch erzählen könnte. Ich kann also auch nur das mutmaßen, was ich aus den Medien erfahren habe. Wenn wir kurz zusammenfassen, Burnley hat der Angebot abgegeben, hat Zeit bis zum Wochenende gegeben. Kurz vor Wochenende hat Dodi gesagt, okay, er will. Dann kam mir am Wochenende irgendwann die Meldung, dass er jetzt doch vielleicht zum Sevilla, also FC Sevilla gehen möchte für weniger Geld, also dass Hertha weniger Geld kriegt, weil er da aber Champions League spielen kann. Was ist denn Und das für jetzt eine hieß es ja Scheiße gestern im überhaupt? Kicker. Ja, und jetzt ist gestern vom Kicker, dass es komplett an den Haaren herbeigezogen war, dass es nur Burnley gibt und dass es wohl jetzt auch durch sein soll. Ja, Soweit war mein letzter Stand. er ist ja auch angeblich in England, so, also
Aber woran seit Freitag, oder? Ja, seit Freitag. Woran hakt es denn jetzt? Weil, also, im Endeffekt, das Angebot ist abgegeben. Also, die Verträge werden ja wohl aufgesetzt sein. Woran kann es jetzt hapern? Das ist für mich sehr fraglich. Ich war mir sicher, es ist gestern wird der Transfer verkündet. Dann diese Nachricht, 777 hat ein Interesse, dass er nach Sevilla geht. Für weniger Geld. Ich meine, das ist unser Investor. Das kann doch nicht in deren Interesse sein. Es gab mal vor, aber das ist schon länger her, bestimmt, also über einen Monat auf jeden Fall, anderthalb Monate, den Wunsch von 777, Luke Bakio, im Fall, dass man ihn nicht vernünftig verkauft bekommt, für ein kleines Geld nach Sevilla zu geben aufgrund von 777. Ob das jetzt einfach nur wieder ein aufgewärmtes Resultat, sondern ein aufgewärmtes Transferangebot ist, halte ich für möglich. Kannst du es dir vorstellen? Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das Dodi sagt, naja, dann geht er noch mehr, dass er jetzt versucht, so, also, er würde machen, ja, er ist da, ja, Medizincheck, alle gut, aber warte mal, vielleicht lasst die mal nach 24 schon überlegen, vielleicht haben sie doch noch Bock, mich zu haben. Dass er irgendwie selber versucht, ein bisschen rauszuzögern und hofft, auf den letzten Minute noch ein besseres Angebot zu bekommen. Nicht finanziell besser, sondern sportlich besser. Ja. Was ja aber nicht dann nicht. Ich meine, das würde dann ja dafür sprechen, dass das auch nicht klappt, weil, also wenn du jetzt als Spieler eigentlich ein schlechtes Gefühl hättest und eigentlich nicht zu dem Club willst, also jetzt mal nicht aus Hertha-Sicht gesprochen, dann machst du es doch auch nicht, oder? Naja, du siehst ja bei Burn, also wann hat denn Dodi am besten funktioniert? Der hat funktioniert in Düsseldorf, ja. Als er noch von Watford ausgeliehen war, absolut, als reiner Konterstürmer. Das war genau so ein Ding gewesen und genauso würde er wahrscheinlich jetzt in Burnley auch spielen, also sehe die Chance gut, er wird in England nicht schlecht verdienen und er kann sich da zeigen. Und wenn er da jetzt, ich sag mal, 10 Tore macht die Saison, dann spielt er nächstes Jahr irgendeinen mittelklassigen Premier League-Verein. Ja, deswegen verstehe ich es auch gar nicht. Ja. Das habe ich auch gesagt. So, er hat ja eigentlich für sich selber gesehen, was mit ihm passiert ist, als er zu besseren Mannschaften gegangen ist, nämlich gar nichts. Es ist halt voll nach hinten losgegangen, weil er auch nicht bereit ist, das letzte Pfund zu geben, scheinbar. Ich glaube auch, dass es für ihn besser wäre, vor allem, weil hier auch sein hier Vincent Kompany Trainer ist. Also ist ja. Ich denke auch. Also ich fand das jetzt realistisch und finde es eigentlich gut, auch für ihn gut. Das ist nicht so abgeschoben, finde ich, also ihn da hinzuschieben. Aber ich meine, ja, er wird den Abstieg spielen, klar, aber. Weil für Hertha wäre es ja brutal, oder? Ich meine, das wäre. Also auch von 777 für Hertha ja auch fatal, wenn wir jetzt hier 5 Millionen plus 2 Optionen kriegen und nicht 13. Das ist ja schon. 11 plus 2, ja. Ja, wären ja 13. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Na, ja. Das wäre ja furchtbar eigentlich. So, also ich meine, das kann ja nicht im. Also für 777 ist es natürlich, wenn man es jetzt mal aus Investorensicht sieht, die ja auch bei dem anderen Club sind, das würde genau das bestätigen, was wir ja nicht wollten, dass sie nämlich die guten Spieler einfach hin und her schieben zu den Vereinen, die jetzt gerade wichtiger sind. Hertha ist in der zweiten Liga, für sie jetzt vielleicht nicht so interessant. Also der gute Spieler muss weg, dann gib ihn doch zum Verein, wo wir auch irgendwie sind. Also das wäre genau die Scheiße, die wir gesagt haben, nein, bitte nicht, oder? Also ich glaube, bei Hertha haben sie mehr Interesse dran, weil sie hier bei 90% Anteile sind und nicht wie bei Sevilla bei, straf mich lügen, 20%, 22%, ja. Gut, irgendwie sowas in der Richtung. Da ist ja, aber Gewinn glaube, natürlich in Sicht wie wahrscheinlich, ne? Ich glaube, dass Hertha schon deren liebstes Projekt ist, weil da die Gewinnspanne die größte sein kann, weil sie die meiste Geld verdienen können. Ich glaube nicht, dass sie da jetzt Hertha irgendwie was Negatives wollen. Und ich kann mir höchstens vorstellen, wenn sie sagen, wenn wirklich keiner für Dodi jetzt was geboten hätte, dass wir dann sozusagen gehen bei denen zum FC Sevilla. Aber ich glaube, wenn 777 sich aussuchen kann, welcher Verein in den nächsten 5 Jahren den größten Erfolg hat, dann ist es finanziell gesehen für die am besten, wenn Hertha den größten Erfolg hat. Da werden die jetzt nicht mit Absicht irgendwie uns da was Schlechtes wollen. Das glaube ich nicht. Und Burnley gibt das Gebot ab, 11 Millionen plus 2 Millionen also praktisch Erfolgsprämie oder sowas, wenn sie in der Liga bleiben. Ne? Genau, 1,2 Millionen, wenn sie drin bleiben. Bis 70% der Einsätze waren 600.000, irgendwie so in dem Dreh war das, ja, genau. Also ein eigentlich für uns sehr gutes Angebot. Bis zum Wochenende. Was heißt denn das jetzt? Er ist immer noch nicht da, hat nicht unterschrieben. Ist das Angebot bis vergangenes Wochenende.
Ja, aber meinst du, das Angebot steht noch? Ziehen Sie es jetzt zurück? Sie haben ja angeblich schon zwei Rechtsaußen gekauft jetzt. Oder einen Ich denke, zumindest. ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich noch hakt. Also, das ist irgendwie, also ja, irgendwo wird es haken, logisch. Ich gucke, ob ich irgendwas Neues habe, aber auch keine Nachrichten kriege. Ne, also warten und gedulden, würde ich sagen. Also, ich glaube weiterhin, dass der Transfer stattfinden wird. Ich glaube, dass Sevilla nicht so heiß, nicht mehr so heiß ist. Ich denke, es wird durchgehen, aber wenn es irgendwelche Kleinigkeiten sein, die es dann irgendwie fehlen, irgendwelche. Ja, vielleicht fällt ihm plötzlich ein, dass er doch ein bisschen mehr Geld haben möchte oder mehr Gehalt oder der Manager, der Berater bin, aber extra irgendwie sowas Kleines, was zu klären gilt. Hoffe ich. Ich weiß auch nicht mehr tatsächlich, aber ich denke und hoffe, dass es so ist. Warte mal ganz kurz, Grüße an Dennis. Janette. Was ist? Er war fest der Meinung, du hast ihm noch keinen Gute-Nacht-Kuss gegeben. Oh, ich muss mal einen Gute-Nacht-Kuss geben. Kleinen Moment. Na, mein Schatz, natürlich, komm mal her. Hat er gerade einen Boxershorts zerrissen oder eine Badehose? Sah das so aus? Ich bin ein süßer Schatz. Kennst Warte du mal. mich gut? Wir wollen Luke verkaufen. Wollen wir? Bin da bei Dennis. Für Travis Head muss Hertha das in Logistik. Also rein vom finanziellen her, von Anteil her muss es Hertha sein. Ja, keine Frage. Transfer schießt bald, aber wir brauchen noch die dringend Mittelfeldspieler. Also erstmal haben wir noch. Heute ist der 15. noch 15 Tage Zeit, 16 Tage Zeit, also über 2 Wochen. Und brauchen wir Mittelfeldspieler? Das hat man letztes Mal schon mit dem Offensiven. Also ja, wir brauchen Dämme. Ich bin immer der Meinung, dass Dämme kommen muss. Ich weiß nicht, ob ich anderen nehmen würde wollen, falls Dämme nicht klappt. Das ist die Frage, bleibt Suat? Wenn Suat bleibt, dann brauchst du auch gar keinen mehr holen, eigentlich. Finde ich. Aber ob der bleibt, ist eine andere Sache. So, wir rätseln gerade über deine geile Boxershorts. Geil, oder? Oder so eine Badehose gewesen. Das ist. Ich habe die mir aus deiner Tapete gemacht. Ah, das sind Flamingos. Deswegen habe ich gesagt, ich bin ja auch so Flamingo-verrückt. Ich fahre doch immer, ich mache doch immer Tauchreisen in so ein Gebiet. Und Boah, ich deswegen. habe heute ein total trauriges, total verstörendes Flamingo-Video gesehen. Da hat der eine Flamingo den anderen in den Kopf gehackt, damit die Butter irgendwie rausläuft und dann das Baby damit gefüttert wurde. Boah, ey Dennis, was guckst du dir denn in Ey, deiner das sah Freizeit total für krass aus. Videos Nee, an? das lief hier Bei die grausamsten Tiervideos der Welt hast du Nein. gegoogelt. Facebook und dann auf den Reels lief das einfach. Ich habe es mir nicht ausgesucht, aber das fand ich total verstörend. Und die hat auch schon da gesessen, weil er musste sein Kind ernähren. Und das war, boah. Gut, okay, Apropos, Themenwechsel, ich habe Themenwechsel. noch ein Zimmer frei für Ostern. Sei dir hier angeboten, mein Freund. Zum Eiersuchen. Ja, sozusagen, aber in der Karibik. Wir können ja mal offline drüber reden. Okay. Also, Dodi Luke Bacchio. Das Angebot ist da, er hat zugesagt. Also eigentlich ist der Deal doch damit gemacht, oder? Wenn er Die Medien Medizincheck sagen, er durch hat ist. zugesagt. Weil, also es Ja. ist ja davon auszugehen, dass deswegen auch Diego Demme noch nicht da ist, oder? Weil eigentlich Das ist ja könnte alles, sein, dass. es ist ja alles klar. Also jetzt, der Preis ist gedrückt auf eine Summe, die für uns jetzt eigentlich auch schon zu stemmen wäre. Ich denke mal, er kriegt ein Gehalt, was wir jetzt noch nicht zusagen können, wenn wir noch Dodi auf der Payroll haben. Und daran wird es hapern, oder? Ich denke auch, dass das eine mit dem anderen einhergeht. Alternativ natürlich auch ein Suat-Transfer oder was auch immer. Aber ja, das Gehaltsbudget gibt es noch nicht her. Diego Demme, der ein bisschen mehr kriegen soll als die anderen Neuzugänge. Ja. Was schätzt du? Ja, Der ich. hat 3 Millionen in Napoli gekriegt. Die Hälfte wird er hier wahrscheinlich schon fordern, oder? Das trifft es so ziemlich genau, ja. Ja, und jetzt ist, wir sind jetzt, also es ist halt eine echte, richtige Frechheit, weil wir hatten es ja ganz klar abgesprochen. Bis Dienstag 19 Uhr muss der Deal über den Ether gelaufen sein. Was ist los mit Benny? Also Wir haben da ja noch eine Stunde. Eine halbe Stunde. Eine halbe halbe Stunde, Stunde. also jetzt sollte es mal langsam passieren, aber es ist, meinst du, weil ich meine, klar, Transferfenster ist bis 1.9. offen,
Aber ich hatte jetzt schon gelesen, dass wir schon einen Deal haben. Ansonsten ablösefrei zur nächsten Saison. Habe ich irgendwo gelesen. Rudi Aber wird nicht bei uns bleiben. Das nee, garantiere ich ich dir. meine Diego Demme sonst Ach so, Diego, ach zu holen. so. Dass er gesagt hat, dann Ja. kommt er nächste Saison ablösefrei halt. Aber das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Und meinst du, er wartet wirklich sonst so lange ab? Will er unbedingt zu uns, dass er echt im Zweifelsfall riskiert, da zu bleiben? Also ich glaube, dass er erstmal da nicht schlecht verdient und dass es für ihn jetzt auch nicht das Schlimmste der Welt wäre, da zu bleiben. Dann wird Ja. er eben nochmal italienischer Meister, spielt nochmal Champions League und vielleicht hat er Glück, ihn zwei verletzen sich und er hat dann ein paar Minuten hier und da. Und dann ist er weg von der, Ich dann ist das glaube nicht, Angebot dass es da weg. jetzt so schlimm ist. Ja. Ja. Es sind ja familiäre Dinge. Er hat ja hier wohl mehrere Wohnungen in Berlin oder wollte sich mehrere Wohnungen kaufen in Berlin, hat auch schon welche. Ich denke, der wird seinen Lebensabend oder der. Die berufliche Laufbahn nach dem Fußball soll in Berlin sein. Was für ein Ja, der, Ehrenmann! der wird spätestens nächste Saison bald aufschlagen, ja. Ja, Aber ich oha, hätte gern aber wenn trotzdem du die das Saison. jetzt schon sagst, oh Gott, da, mir kommen Tränen in die Augen, weil wenn du jetzt schon sagst, spätestens nächste Saison, dann heißt es, Spätestens. auch du bist langsam nicht mehr sicher. Doch, ich glaube felsenfest daran, dass er diese Saison, diesen Transferfenster noch zu uns wechselt. Okay. Ich will ja hier meine 50 Euro noch verdienen für die Hertha-Jugend. Für die Hertha-Jugend, ja, genau, von Thorsten BVB, BVB. genau, stimmt, 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 Genau. stimmt, stimmt. Ja, okay, aber es ist trotzdem, weil ich war mir wirklich hundertprozentig sicher, er wird bis zum Hamburg-Spiel hier sein. Sieht jetzt gar nicht mal so gut aus. Ich glaube, wenn Dodi weg ist, wird es schnell gehen. Dann ist es eine Frage Ich, 24 mich, Stunden. es, also es muss ja auch völlig furchtbar sein. Jetzt ist das rausgesickert, das Angebot von Burnley offiziell gemacht. Jeder hat gesagt, oh geil, wenn das stimmt, super gemacht von Benny irgendwie. Ja, und jetzt hakt es, wenn das jetzt nicht klappt und er geht wirklich nach Sevilla, ja, das wäre ja furchtbar, oder? Weil das hat er, wir wären wahrscheinlich mit 6 Millionen zufrieden gewesen, aber jetzt wäre es so, dass man sagt, Alter, nee, oder? Ja, die Fallhöhe ist hoch. Wir haben alle gesagt, oh, 11 Millionen für Dudi, das ist ja da super, plus 2 Millionen, okay, umso besser. Und alle haben gesagt, Mensch, hat Benny gut gemacht. Und dann hieß es eigentlich schon, ja, ist durch. Und wenn er so wirklich nur für 6 oder 7 Millionen wechselt, wo wir vielleicht vor anderthalb Wochen alle mit zufrieden gewesen wären, ist es jetzt wieder plötzlich wieder negativ. Ja, Ja. aber ich glaube fest daran, dass das funktionieren wird, dass es das klappen wird. Auch Burnley klappen wird. Ja. Okay. Also ich weiß nichts mehr, als geschrieben wurde, aber ich glaube, also, mir wurde vorher berichtet, dass man eigentlich da so, dass es funktioniert. Funktionieren wird. So. Hier habe ich gerade einer gefragt, was sagt Dennis zum Gerücht von Giro Dora Diotto? Ja, den habe ich auch gelesen. Ich kenne ihn überhaupt gar nicht. Was sagst du denn dazu? Ich habe nichts davon gelesen, tatsächlich. Ich bin noch im Urlaub Naja, doch, so und habe es nicht. ich mach's hier mal Ich auf. habe Du kannst. das. Hast du Ja, Leppi bitte. mit? Hast du Leppi Ja, mit oder? ich bin am Leppi. Okay, dann ich hab's auch gelesen und zwar soll er von Juventus Turin, glaube ich, kommen, war das? Da hat er geschrieben, ja. Ist BSC hier. 21. Er ist 19 Jahre alt. Warte, ich schalte mal um. So, und das Gerücht sagt, Italien zu verlassen. Ihm gefällt es in der Schweiz, aber auch bei Hertha Berlin und Borussia Mönchengladbach ist er im Gespräch. Okay, das hört sich sehr vage Defensiver an. Mittelfeldspieler, also könnte praktisch auch so die Demme-Position oder die Clemens-Position oder Marton-Position spielen. Ja. Aber das hört sich schon sehr, sehr vage an. Er würde gerne in der Schweiz spielen, könnte auch Gladbach oder Hertha sein. Also erstmal ist Gladbach, glaube ich, die für ihn bessere Option. Wie ist er? Wollen wir mal kurz halten wir uns an. 19. 19. 19. Ist wohl ein, 100.000 Market? ja, ist wohl ein Talent, aber ich meine, wie viele defensive Mittelfeldspieler brauchen wir denn noch? Wir brauchen ja einen Ich denke Offensiven tatsächlich. auch mal. Also langsam reicht es auch mal. Ja, ich denke auch, dass du den jetzt nicht unbedingt brauchst. Ich weiß nicht, Ich ob er meine, welche Nebenfunktion hat. für Er kann 100.000, warum nicht irgendwie? auch IV Aber spielen, wenn ich die gerade ja. richtig gesehen habe. Ja. Er ist sogar IV. Jetzt rollen wir hoch. Der untere Punkt ist dicker als der obere. Ach nee, defensive Zentrale. Entschuldigung, ich habe
Ach, da, hier, ja, nee, nee. Ja, nee, okay. Nebenposition zentrales Mittelfeld. Also könnte vielleicht sogar auch offensiver spielen. Aber, also ist jetzt keiner, der uns jetzt wahrscheinlich sofort weiterhelfen wird. Ich denke auch, den brauchst du jetzt nicht. Hier, Mahut, unser eiserner Unioner, sagt, sorry Flo, wer wo spielt und für wie viel Geld bestimmt nicht Hertha. Siehe Thyssen. Mhm. Wer wo spielt und für wie viel Geld? Für wie viel Geld ist mir auch wurscht. Aber wo spielt doch bitte den, der am meisten bietet. Genau, oder wo man unbedingt hin will. Benny Weber ist oftmals bei gewissen Deals völlig außen vor. Mahut, du hast die ganze Zeit Spekulation. Dann sag uns doch mal bitte ein bisschen mehr. Wenn du hier mehr weißt, dann würde uns das natürlich interessieren, weil ich meine, Benny Weber ist ja unser Manager. Er muss ja, also auch wenn Lucas Toussaint zu euch rüberwechselt, kann er bei einem Spieler, der noch Vertrag hat, ja immer sagen, nö, machen wir nicht, wir warten noch länger. Also, dass der da nicht involviert war oder nicht sein Go gegeben hat, kann ja nicht sein. Es ist ja unmöglich dann faktisch. Könnte das ja nur, wenn das dann so wahr wäre, wie er schreibt, könnte es ja dann nur Tom Herrich gewesen sein, der dann der die Macht hätte, das dann zu entscheiden über den Rücken von Benny Weber. Benny Weber. Aber ich für ausgeschossen hatte. Dann, weil das wäre ja dann praktisch, das wäre furchtbar, weil dann wäre das Tischtuch ja wahrscheinlich zerschnitten zwischen denen. Genau. Dann hättest du jetzt schon, als grad, zur Zeitpunkt, wo gerade anfängt, jetzt schon entschieden, dass er nichts zu sagen hätte und dass er eigentlich nur eine Marinette ist hier. Und dann kannst du es auch gleich lassen, glaube ich auch. Ja. So, aber Diego Demme, also du sagst, das klappt noch. Kommen wir doch zu einem nächsten Highlight der Woche. Oder Highlight-Gerücht, was zum Glück genau vor unserer Loge kam. Dein Lieblingsthema, Marius Gersbeck. Heute in allen Zeitungen, also auch, schon, ja. Also ich habe es heute erst gesehen, Marius Gersbeck will einen Vergleich anstreben und sich praktisch so ein bisschen aus der Bredouille ziehen dadurch, indem er dem Opfer eine Entschädigungszahlung zahlt. Und dafür zieht der seine Klage zurück. Ja, was sagst du dazu? Ist das ist nachvollziehbar natürlich, ja. Ne? Ich, also erstmal für mich ist es auf jeden Fall nachvollziehbar, wenn ich jetzt der Geschädigte bin. Was habe ich davon, wenn jemand anders eine Anzeige bekommt, eine Geldstrafe oder vielleicht eine Gefängnisstrafe kriegt? Und jetzt, ich sage es mal als Beispiel, ein halbes Jahr ins Gefängnis geht. Was habe ich denn davon? Dann würde ich doch lieber den 10, 20.000, was auch immer ich als Schmerzensgeld bekomme, direkt bekommen. Ja, er kriegt auch zivilrechtlich nochmal Schmerzensgeld, aber sagen wir mal, er hätte durch die Zivilklage wahrscheinlich 10.000 Euro gekriegt, mal so in den Raum geworfen und würde jetzt 20.000 oder 30.000 angeboten bekommen. Mehr bestimmt. Wie auch immer, welche Summe, das wissen wir alle nicht. Aber ich würde es als Verhältnis sagen, wenn ich dann eine doppelte, dreifache kriege, dann sage ich dir lieber so viel, 30.000 und dann hast du dir die Lob für mich, dass du mir ordentlich inne geschlagen hast. Aber ja, aber ist ja im Endeffekt, wenn er das macht, würde ich das aussehen, ist ja im Endeffekt wie ein Schuldanerkenntnis, dass du sagst, ich zahle das, weil ich weiß, was ich gemacht habe und dann ist es durch. Weil wenn du jetzt nichts gemacht hättest oder Notwehr gehandelt hättest, dann würdest du doch auch sagen, nee, das lasse ich jetzt drauf ankommen, oder? Oder meinst du, er sagt, meine Karriere ist mir so wichtig, ich muss jetzt... Oh, das können wir jetzt, es geht wirklich ins Spekulieren. Ja, aber also, dazu sind wir doch da, wir sind die Strickloge. Okay. Spekulieren wir doch mal, dass die Option da ist, dass er sich gewehrt hat, dass er, ich habe das Wort nicht ein, dass ihm er auf die Fresse geschlagen hat. Das ist ja Fakt, das hat er gemacht so. Die Frage, ob das Notwehr war, ja. Ja, sagen wir mal, okay, es wäre so, dann würde er den Deal nicht vorschlagen, richtig. Aber was ist, wenn das eine strittige Situation ist? Was ist, ich muss mir eine Geschichte ausdenken. Der Mann ist gestolpert und ist mit seiner Nase auf seine Faust gefallen. Gut, der wäre jetzt ein bisschen gesponnen, aber... Aber ist ja so wie, der, wenn man an eine Ampel sagt... Dir ist einer hinten raufgefahren, wie der Opa neulich mir. Und der sagt aber, hat den Rückwärtsgang eingelegt und ist mir rauf. Ist ja dann. Okay, ne, jetzt gibt es dazu keine Zeugen. Ja. Aussage gegen Aussage. Und jetzt bietet der Opa die an und sagt: Pass auf, wieder zahlt seinen Schaden selber. Oder hier hast du nochmal 1.000 extra. Ich weiß nicht, wie groß der Schaden war. Gar nicht. Das ist ja auch kein Schuldeinverständnis. Ja, wie auch immer. Aber dann.
Nee. Ich finde nicht, dass, wenn es zu dieser Einigung kommt, das ein Schuldeingeständnis ist. Weil es heißt ja auch für ihn, Verkürzung des Verfahrens. Hm. Er kann vielleicht in 3, 4 Wochen wieder spielen. Er bringt es mit Geld aus der Welt. Richtig, da kann man jetzt natürlich moralisch so sehen und sagen, ja, man kann sich freikaufen. Ja, ne, also ja. Das meine ich ja gerade, man kann es auch verstehen. Also erstmal kann man das Opfer verstehen. Weißt du, du hast ich da was in der Hand. Wenn ich Opfer wäre, genau, wenn ich Opfer wäre, würde ich sagen, gib mir die 50.000 und dann verheißen wir die Sache. Dicker, natürlich. Da freut er sich drüber. Ja, eben, also. 50.000, 100.000 verdient er nie wieder, verdient er ja, nie wieder so schnell. Würde ich auf jeden Fall auch machen. Und auch aus der Sicht von Maris ist es ja auch zu nachvollziehbar, weil der kann nichts machen, wenn es jetzt Gerichtsverhandlungen, man weiß ja, wie lange das dauert. Die Staatsanwaltschaft in Österreich hat noch nicht mal angefangen, irgendwie da was zu machen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir warten, bis da ein Urteil gesprochen wird, kann der ja im Endeffekt 1,5 Jahre suspendiert sein. Mit Vertrag, wo er nichts verdient, gar nichts. Also das könnte man natürlich auch verstehen. Aber, das ist aber eine andere Frage. Ja. Also, ja, okay. Ja, bitte. Aber was ich dich fragen wollte, natürlich zwei, du weißt, eine Frage kannst du dir schon vorstellen. Und die andere, haben wir unsere Finger da mit im Spiel, meinst du? Maximal in der Hinsicht, dass wir Marius Gersbeck zugesichert hätten oder dass es sein kann, dass wir ihm gesagt haben, pass auf, wenn du die Regel kriegst, dass dir die Anklage fallen ist, wenn das hier irgendwie außergerichtlich verständigt wird, dann gibt es bei uns noch einen Weg zurück. Aber wir selber, also wir als Verein, werden da nichts mit zu tun haben mit diesen. Auch kein Geld dazu schießen. Natürlich würde Marius auch sich da bei Hertha rückschließen und sagen: Pass auf, ihr könnt jetzt hier den Deal eingeben, ich zahle jetzt, ich weiß es nicht, 100.000 Euro, dann ist die ganze Sache vom Tisch. Aber natürlich nur dann, wenn ich weiß, dass es danach bei euch weitergeht. Mhm. Ja, also so vielleicht irgendwie schon. Weil wenn das jetzt dein Karriereende bedeuten würde, dann wird er die 100.000 nicht bezahlen, oder welche Summe auch immer. Naja, Karriereende glaube ich nicht. Der wird ja noch zum anderen Club gehen können. Also das, wer weiß wohin, ja. Außer vielleicht, ja, okay. Aber es gibt Clubs, die machen das bestimmt irgendwie. Manche aber, sagen, wir bauen zusammen oder brennen welche Häuser ab und spielen trotzdem weiter. Genau. Alles gut, hier gibt es ja alles. Ja, alles gibt es, gibt alles. Und er ist im Endeffekt, ist es so, wenn er das zahlt, kauft sich frei, ist immer noch nichts bewiesen, er wurde nicht verurteilt. Man kann immer noch sagen, ja, nee, aber das war kein Schuldeingeständnis. Ich habe das gezahlt aus sportlichen Gründen zum Beispiel. Also kann man, das will ich halt, das ist die zweite Frage. Man könnte jetzt natürlich dann sagen, ja, wieso, ist doch alles okay? Wie siehst du das? Ist das, weil ich finde, würde, ja? Ja, okay. Wenn nee, ich jetzt Anwalt von Marius Gersbeck wäre, und es gibt diesen Deal-Vorschlag mit dem gegnerischen Anwalt, dann würde ich sagen, pass auf, sagen wir uns für 100.000 Euro, dann sage ich, pass auf, ich habe da noch 20.000 extra und du nimmst öffentlich die Schuld auf dich. Du sagst, genau. Du hast mich provoziert, du hast den Bein gestellt, was doch immer, keine Ahnung, du hast mir nicht nur eine Fahrt geklaut und mich nicht nur beleidigt, sondern du hast den ersten Schlag gemacht, hast aber leider verfehlt. Nee, du hast ihm in den Bauch, in die Leber geschlagen. Sieht man nichts. Du, wenn ich Opfer wäre, würde ich sagen, okay, komm, die 20.000 Euro extra mit, dann ist schön. Oder die 50.000, wie immer. Dann ist seine Karriere wieder alles gut. Irgendwie so würde ich das machen als Anwalt. Weil das ist ja die eine Sache, dich jetzt da rauszukaufen, da das Thema ruhen zu lassen, die Strafanzeige ruhen zu stellen, aufgrund dieses Freikaufens, ist ja das eine. Aber auch dann ist ja der nächste Schritt, nimmt Hertha dich wieder auf, werden mich die Fans akzeptieren, werde ich immer eine faire Chance bekommen in der Bundesliga, das ist ja auch alles wichtig. Ja, das eine ist ja das zivilrechtliche, das gesetzliche in Österreich, das andere ist ja die vereinsinterne Geschichte. Ja, es kann und halt sein, dass die Anzeige trotzdem gemacht wird. Ne? Also, dass die Staatsanwaltschaft trotz Einigung mit dem Opfer sagt, Moment, wir gehen dem aber nach, aber glaube ich nicht. Ich glaube, in den meisten Fällen, wenn das Opfer das zurückzieht und sagt, ja, ich hab provoziert und dann glaube ich schon, dass da auch das Verfahren wahrscheinlich eingestellt wird. Ich habe gestern dazu mehrere Kommentare bei transfermarkt.de, kann man ja selber nachlesen alle, wo mehrere Pseudo-Anwälte mehrere verschiedene Auslegungsmöglichkeiten genannt haben. Manche mussten ab 5 Jahre Freiheitsstrafe, also bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe kann man das, also alles was drunter ist, kann man das dann still in Ruhe legen. Andere sagen, wie das geht nicht, weil halt öffentliches Interesse da ist. Und so. Also ich kann es nicht sagen, ich bin kein Anwalt. Ich bin mir aber sicher, dass der Anwalt, der Marius Gersbeck vertritt und der gegnerische Anwalt,
beide wissen, was zu tun ist, um jeweils für ihre Mandanten das Bestmögliche rauszuholen. Ja. Frage ist halt nur, was machen wir als Club? Also ich... Genau, das ist eine völlig neue Frage. Das ist eine völlig neue Frage und also ich bin da immer noch so, dass ich sage, wenn er den Typen, egal was ist, wenn der Typ ihn provoziert hat und so, wir haben das ja schon tausendmal durchgekaut, wenn er das mit Gewalt probiert hat zu lösen und das ist jetzt halt genau das Ärger, also ich finde, es ist im Endeffekt noch ärgerlicher, wenn er es zahlt und man erfährt nie, was denn jetzt da vorgefallen ist, finde ich fast noch viel schwieriger zu sagen, okay, du bist wieder unsere Nummer eins irgendwie, weil klar kannst du in 2 Jahren lachst du ein bisschen, sagst du, das ist der Typ, der, aber das wird halt immer heften bleiben, weißt du, genau deswegen, man wird immer sagen, ey, hier, komm, mach dir eine Molle auf, kletter durchs Fenster und klär die Sache mal, so, weißt du, das ist halt schwierig, gerade wenn du jetzt unsere Nummer eins bist, also ich frage mich wirklich, wie willst du das dann kitten? Ich hätte es besser gefunden, du hättest gesagt, okay, dann lass das Jahr Zeit, wenn er es nicht gemacht hat und lass uns das irgendwie so aufarbeiten, dass rauskommt, dass das jetzt hier keine Prügelattacke war. Also es ist schwierig. Aber sportlich brauchen wir ihn. Natürlich. So. Ja, na absolut. Jetzt hast du für den Ablöse bezahlt, jetzt hast du für den Gehalt zu bezahlen, jetzt willst du den ja eigentlich sportlich aufstellen. Also das heißt, das Grundinteresse von Hertha wird erstmal da sein, ihn zurückholen zu wollen. Man wird jetzt abwägen müssen, okay, wenn wir den aufstellen, er hat eine Vorbildsfunktion, er ist Stammspieler, er ist auch für unsere Jugend, wir geben nach außen auf unserer Fahne steht drauf keine Gewalt. Es würde auch Kai selbst es wird Kai zum Vorwurf gemacht werden, wenn es dann alles schief läuft eines Tages. Ja, die Ultras dürfen ja alles, weil Kai ist ja Ultra und der hat das ja auch organisiert alles und so drum. Das heißt, die ganze Sache funktioniert nur dann, wenn du irgendwie hinbekommst, dass der andere mindestens mal eine gleich große Schuld hat wie Gersbeck. Ja, klar. Aber es ist halt trotzdem schwierig. Ja. Es ist trotzdem schwierig, glaube ich. Du kannst nicht, wenn er sagt, er ist schuldig, er kauft sich frei und will es wieder anfangen, wird es nicht funktionieren. Hertha kann nicht sagen, okay, dann machst du hier nochmal eine Vertragsstrafe und machst hier noch ein bisschen Jugendarbeit oder was ist der Geil was oder das Thema erledigt. Nein, wird nicht. Es wird nicht klappen, denke ich auch. Weil du hast jetzt ja schon gesehen, also ich war sehr überrascht, beim Spiel das Banner zu sehen von den Fans. Stell dir vor, Hertha, wie war das, Hertha? Macht keine Geschäfte mit Wettanbietern oder sowas war doch das Banner, was die hochgehalten haben. Ja, wegen Kai. Man kann es verstehen, dass jetzt da was kommt, weil Kai gesagt hat, wir machen das nicht am besten, aber wir sind halt in einer wirtschaftlich schlechten Situation. Aber wenn du jetzt dann auch noch anfängst, dann auch noch die Werte, die du jetzt eigentlich ganz neu da verkörpern willst, dass du halt sagst, ja, du würdest Pyro vielleicht befürworten, aber nur, dass es sicher ist, weil du willst die Familien im Stadion haben, wir sind ein familiärer Verein, du willst die Leute, die da irgendwie kloppen, irgendwie mit Stadionverbot oder die pöbeln mit dem Stadionverbot belegen. Du sagst, Freddy Bobic, ey, du repräsentierst unseren Verein und bist vereinsschädigend in einem Interview, wo du sagst, noch so ein Spruch und du kriegst eine geklatscht. Ja, wie willst du das denn dann? Wie willst du denn das rechtfertigen? Nur, indem der die Teilschuld auf sich, oder wenn nicht sogar die ganze Schuld auf sich nimmt. Ja, denke ich auch. Also schwierig. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ne? Ja. Aber das war sofort mein Gedanke, als ich das gelesen habe, dachte ich so, oha, ob das jetzt besser ist, naja, wir werden es sehen. Ich hoffe ja auch so, ich bin ja genau wie du, ich würde ja auch total hoffen, weil er wäre natürlich wichtig für uns. Wir werden es jetzt ja sehen, was passiert, wenn wir jetzt gegen den HSV spielen mit Ernst als Nummer 1. Gegen Jena war er jetzt natürlich nicht schlecht. Da hast du natürlich gesagt, ja, cool, alles gut. War ja auch nicht so viel zu tun.
Ja, war auch nicht so viel zu tun, genau. Eine geile Parade da hat er gehabt, ja. Ja. Also, ja. Es bleibt ein spannendes Thema. Hamburg, ja. 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 Gab es noch was Transfertechnisches, was irgendwie... Ich habe heute von jemandem gehört, der war auch geil. Nicht Hani Mukta. Doch, Hani Mukta. Nicht Hani Mukta. Oh, nein. Das wäre doch Hammer. Du meinst, der in der MLS spielt? Der zu RB Leipzig gegangen ist, von RB Leipzig nach Udine gegangen ist. Udine? Lazar Samardzic. Ja. Udine. Der von Leipzig dann nach Italien gegangen ist. Genau, da ging es jetzt darum, dass er jetzt weiter wechseln wollte für viel Geld und wir nochmal so 500.000 kriegen sollten. Ja. War auch alle safe gewesen, alle durch, alle unter trockenen Tüchern und dann kam der Vater an und meinte, naja, lass uns doch nochmal über die Gehalt reden und über meine Provision bitte. Wir haben zwar schon alles vereinbart, aber jetzt möchte ich ja doch ein bisschen mehr haben. So dass der Deal jetzt noch anfängt zu platzen. Oh, er ist ja auch wieder so typisch. Das gleiche wie früher, wo er noch bei Hertha war, wo der Vater immer alles besser wusste, alles besser konnte. Vielleicht ist es ein geiler Geschäftsmann, mag sein, aber er wirkt sehr, sehr unsympathisch. Ja. Ja, das ist ja wohl richtig ätzend. Ja, aber passt doch. Das ist doch, das passt doch zu unserem Glück irgendwie, dass wir dann auch die Kohle nicht einstreichen. Verdammte Scheiße. Es kann auch wirklich nicht wahr sein. Kann ja nicht irgendwas mal klappen. Aber gut, es ist, wie es ist. Also sind wir an dem Punkt, wo man Leute sich, da sind wir schon seit 100 Jahren. Ja. Ich sage wieder, dass ich es richtig finde oder dass ich es schön finde, aber im Prinzip ist es so. Mit dem Freikaufen, ja, meinst du, Pityplatz? Mit dem Freikaufen, genau. Aber ja, im Prinzip ist es so, wenn du das Geld hast, dann hast du auch die Möglichkeit, nicht mehr freizukaufen. Ja, ey Leute, das ist doch aber überall so. Ich meine, guckt euch Kapitalismus. Michael Jackson, was weiß ich, irgendwelche mysteriösen Geschichten, sei es in der Kirche, sei es, weiß ich wie, also das ist doch gang und gäbe zu sagen, bevor das auf den Tisch geht, wird überall eine Zahlung geschoben. Und man kann es ja auch verstehen. Also stell mal vor, du bist irgendwie so ein Typ aus dem österreichischen Dorf und hast vielleicht jetzt, weiß ich, was du verdienst, ist ja auch egal, aber dann kommt ein Bundesliga-Torwart, der im Trainingslager ist und haut dir mal auf die Fresse, was sowieso schon eine sicher strange Sache ist, dass es dann so ein Star ist und dann ist doch klar, dass du dann irgendwie sagst, so, ey, wenn ich da jetzt Geld rausziehen kann, ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass die vielleicht auf ihn zugegangen sind und gesagt haben, ey, sag mal, wie sieht's denn aus? Ja. Also, man wäre ja auch schön blöder, wenn man das nicht machen würde. Und unterm Strich ist es eine Nummer oder eine Geschichte, die die beiden dann erklären müssen. Ja. Und auf welche Art und Weise die das jetzt klären, solange beide dabei einverstanden sind, finde ich jetzt auch nichts Verwerfliches daran, muss ich dir ehrlich sagen. Es ist nichts Verwerfliches dran. Ob es jetzt taktisch so gut, so klug ist, das meine ich halt damit. Also für mich ist es auch so, und das ist so, das habe ich auch bei Michael Jackson gedacht, als der dann irgendwie die Jungs, die ihn da verklagt haben oder die Eltern ausbezahlt hat. Klar kannst du immer sagen, so, ey, ich will mich den Medienrummel da nicht stellen, aber wenn du eine hohe Summe zahlst, damit jemand die Schnauze hält, dann ist das immer, also zumindest für die Öffentlichkeit, das Zeichen, okay, er hat's gemacht. Also so ist es bei mir immer rübergekommen und es ist ja auch anders nicht zu erklären eigentlich so. Ja, also ich bin dabei, es ist überall auf dieser Welt gang und gäbe, mit Geld kannst du dir das erkaufen, was du brauchst. Nicht immer, aber sehr, sehr oft. Oder in vielen Dingen. Und ich guck dir an, wie viele Promis mal ihre Frau geschlagen haben oder sich von ihr getrennt haben. Haben wir aber so, halt die Presse, ja, nimm die Millionen und hau ab. Und lass genau, ihn halt die Schnauze und dann das geht's. Was sag ich, das ist hier ein Vertrag, ein Stillschweinvertrag oder ein, dass du dich äußern, nicht äußern darfst, kriegst du eine Million extra und dann weg hier. So, ja, aber so ist es doch, so ist das Leben. Wenn du das Geld hast, kannst du dich freikaufen. Ich sage nicht, dass ich es schön finde, aber es ist die normalste Sache der Welt. Und ich glaube, wenn man ehrlich ist, findet man das überall. In jeglicher Branche, in jeglichen Lebenswegen. Es ist leider normal. Genau. Es ist leider normal, das sehe ich genauso. Joghurt-Toffel, danke für dein Stufe 1-Abo. Ganz neu hier in der Community. Sei gegrüßt und ein Küsschen
auf dein Herz. Das ist richtig geil. Und Kaminski, du geilstes Schwein. 5 Abos an die Community Kaminski verschenkt. Kaminski. Kami, du geiler, geiler Typ. Gerd aus Plauen hat auch ein Abo an die Community verschenkt. Was ist denn los mit euch? Ich kann es überhaupt nicht fassen. Ihr seid die geilsten Typen. Ja. Und dazu muss ich auch mal, ich muss dazu auch noch mal sagen, hier DigiKey 1892. Digi, ich habe da keinen Einfluss mit der Werbung. Ich schalte die nicht. Das macht Twitch von sich aus. Ich habe hier keinen Knopf, wo ich einstelle. Ich habe auch nicht eingestellt, dass die alle 10 Minuten läuft. Ich habe keinen Einfluss darauf. Ich kann die nicht wegklicken. I'm sorry. Es ist leider so. Kann ich nicht machen. Ich schwöre, dass ich die hier nicht reinklicke. Ja? Nur so. Ich schwöre. Hab diesen Monat Prime gegeben. Mist, wie Prime gegeben. Wenn du ein Abo hast, dann darf keine Werbung kommen. Oder? Nee, dafür zahlst du ja das Abo, um keine Werbung zu bekommen. Ja, also dann, wenn das so sein sollte, dann ist da irgendwas nicht richtig. Dann hast du irgendeinem anderen Kanal das Abo gegeben. Vielleicht der. Ricker-Loge oder sowas. So. Ich hab dem Onkel mal ein Abo gegeben. Warum denn? Mann, ey, Dennis. Ich glaube das nicht. Du sollst hier keine Abos verschenken mehr. Du bist auch Strickloge. Ich wollte dem doch einfach den jungen Mann einen Gefallen tun, dass er sich jetzt freut. Ach, Dennis, du bist und auch jetzt keine geile Und er sieht, Sau. Dass er ein Abonnent ist, keine Werbung mehr sieht. Dass er einfach sieht. Ey, Dennis, so jetzt reicht's. Jetzt muss ich doch schon wieder. Jetzt, du hast insgesamt 70 Abos auf diesem Kanal verschenkt. Sehe ich, kriege ich gerade die Nachricht. Bist du denn narrisch? Das war ich nicht. Das war Lukas bestimmt. Du bist so eine geile Sau, Mann. Aber das ist doch jetzt. Das geht doch jetzt nicht mehr. Luki, danke für deine Abos. Da kommt er rein, wie geil. Das muss Luki gewesen sein. Gleich so, was? Was habe ich gemacht? So, also, Marius Gerzbeck, sind wir durch mit dem Thema. Dann lass uns doch mal jetzt, wir sind ja fast schon wieder durch mit der Stunde, lass uns doch mal aufs Samstagsspiel kommen. Da haben wir das spannende Thema mit der Abwehr. Ja, was ist denn da los? Was ist denn jetzt schon wieder los? Das kann doch nicht wahr sein. Leistner individuelles Training zusammen mit Marc-Oliver Kempf und mit Seyfried. Das heißt, es sieht Martin nicht gut aus, oder? Wer? Marton ist, glaube ich. Ich glaube, der ist zurückgekommen ins Training. Siehst du, ich bin im Urlaub, ich bin so raus. Also ich habe nur von den dreien gelesen. Erstmal, bevor wir dazu kommen, du warst im Stadion in Jena. Hast du diese Bilder gesehen, als die ganze Mannschaft in der Kurve gefeiert hat? Und Suat und Olli Kempf standen so dahinter. Im Fernsehen hast du es gesehen. Es war, also hast du wirklich gesagt, also Suat ist ja da unterirdisch. Der hat es so nicht mal geschafft, die Hände bis zum Bauchnabel. Aber es war. Er hat mit dir klatscht. So, ja, so halbherzig, ja. Aber so. Aber weil er auch mit Kempf gesprochen hat. Ja. Also ich schlag da. Es wirkte so wie, als wenn die immer wichtig zu besprechen hat und natürlich jetzt auch nicht daneben fehlen wollten, haben halt so halbherzig mit dir gemacht. Ja. Ich würde da tatsächlich jetzt gar nicht so viel rein interpretieren. Ich habe es ja von dir schon am Sonntag gehört, wo du mit Sarah drüber gesprochen hast. Ja. Ich dachte so, Mann, ja. Alter, was sind das für ein Bildschirm, wie das passt so zu Suat? Weil ich ehrlich gesagt, ich fand es richtig gut, dass er gespielt hat. Ich fand, klar hat er wieder ein paar Bälle verloren, aber man hat gesehen, alleine dadurch, der hat halt geile Ideen, ist in der Offensive super, wir sind viel flexibler. Er verteilt dann wenigstens 3-4 Bälle richtig gut, dass es gefährlich wird. Es hat uns richtig gut getan. Finde ich schade, die Aktion. Aber auch gegen Jena. Ich würde ihn gerne mal jetzt sehen gegen Hamburg. Ja. Ich würde wünschen, dass er da nochmal aufläuft von Beginn an. Vielleicht muss er ja sogar, wenn mehr Innenverteidiger ausfallen sollten, als uns lieb ist. Weil Jena ist es für mich noch nicht der Maßstab. So ein Spiel mal gegen Hamburg, dann können wir darüber reden, dann kriegt er von mir ein schönes Lob. Okay. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Naja, ist ja die Frage, du weißt ja nicht, wer wirklich jetzt da ist in der Verteidigung, wenn nicht. Fehlt ein Leister, fehlt ein Kempf, fehlt ein Dardai. Wenn du sagst, der ist wieder da, okay, fehlen ja unsere zwei. Dann hast du Dardai schon mal links und Gechter oder Urimovic rechts, also wahrscheinlich Urimovic. Mhm.
Und dann hast du, okay, ich habe ja schon überlegt, wenn alle drei ausfallen sollten. Sollte Leisten ausfallen, sollte Dardai ausfallen und sollte Kämpf ausfallen. Ja. Nee, genau, die drei. Also Kämpf, Leisten und Dardai, was du denn machst. Dann hast du dann Urimuch, dann hast du einen Linus Gechter und du hast, ich denke, unter Tapir nicht auf dem Schirm, immer ja noch den, ich kriege den Namen nicht hin. Clemens, ja, ich weiß, wen du meinst. Clemens, ja, Clemens, du hast aber einen Reihenverteidiger. Ich würde, dann hätte ich dann Clemens aufgestellt und eben Urimuç und hätte dann Veit Stange, den ich die letzten Einsätze immer richtig cool fand und richtig geil fand. Also ob im Aufbauspiel oder im Zweikampf, den hätte ich von Beginn an spielen lassen. Aber wenn du sagst, Dardai ist wieder da, dann brauchst du das ja nicht. Na, und du hast auch Karbovnik, ist im Training, also scheint, er ist im Teamtraining. Aber soll er jetzt nächste Woche im Teamtraining schon? Ja, ich habe heute gelesen, er ist im Teamtraining. Warte mal, wo habe ich es? Du kannst nicht einfach zwei Tage Urlaub machen, das geht nicht. Ja, das geht einfach nicht. Sag das mal deiner, da freut sich gleich deine Frau wieder. Ey, sorry, es geht einfach nicht. Wir können keinen Urlaub machen. So, wo steht's denn? Mit nur einem Kontakt ließ Padale zum Ende der 19 Minuten Einheit seiner Mannschaft auf dem Kleinfeld trainieren. Mittendrin Michael Karbovnik. Michael, die erste Runde im Pokal hatte der Neuzugang noch verpasst und eigentlich ging man bislang davon aus, dass er erstmal teilintegriert würde. Das Topspiel am Samstagabend wäre dementsprechend noch zu früh. Karbovnik aber mischte voll mit. Ungelegen kommt das nicht. Der 22er wird bei Hertha BSC wohl wirklich schneller als erwartet gebraucht. In der Abwehr deuten sich Umstellungen an. Toni Leistner trainierte zusammen mit Marc-Oliver Kempf und ja, Seefuck, sag ich mal. Ja. Kepp hatte schon im Pokal passen müssen und niemand Leistner wurde vorzeitig und fällt genommen. Der trainiert in seinen Knieproblemen wieder mit. Also, kann er da schon mal spielen? Martin wird spielen. Dem wird auch sein Papa sagen: Jetzt reiß dich mal zusammen. Hoffentlich ist es auch die richtige Entscheidung natürlich. Aber, also, Karbovnik könnte ja dann linker Verteidiger spielen. Du würdest dann wahrscheinlich auf Dreierkette umstellen, wa? 3-5-2 oder sowas. Generell ja, aber nicht vom Hamburg-Spiel. Also, ich fand jetzt, für mich war immer der beste Spieler nicht Richter gewesen. Für mich waren Clemens und Ducciak die beim besten Spieler gegen Jena. Ducciak würde ich definitiv da jetzt weiterspielen lassen aktuell. Und Karbovnik sollte er wirklich schon spielen können. Rechts würde ich ja nicht einsetzen. Ja. Warte mal, ich muss noch ganz kurz. Mahut will noch, ja, mal, will noch mal eine Antwort von dir haben. Er will ja nicht reinkacken, ja, aber wen präferiert 777? Ein Verein, der in der ersten spanischen Liga dazu noch Champions League spielt oder einen deutschen Zweitligaverein auf einem Abstiegsplatz? Sorry für den extremen fucking Hate. Ja, aber das hat Dennis schon gesagt. Er hat es doch schon gesagt, dass im Endeffekt die Anteile, die sie bei uns haben, sind ja viel größer und es ist natürlich von der Gewinnmarge her, wäre es ja für die viel lukrativer, einen Zweitligaverein, der gerade halt kacke dasteht, wieder hochzubringen. Dann halt, die haben ja sich ja zusichern lassen, dass sie von unseren Gewinnen erstmal gut was verdienen können. Also es wäre für die viel lukrativer. Alleine das ist ja schon eine Antwort, oder? Ja. Sie haben halt viel mehr Geld in Hertha reingesteckt als in Sevilla. Ja. Das heißt, die können mit uns viel mehr Geld verdienen als mit Sevilla. Deswegen sind wir für die spannender. Das hat mit den sportlichen Champions League, Zweitliga erstmal nichts zu tun. Ja. Aber ganz im Gegenteil, weil Sevilla ist ja oben und Hertha ist unten und kann deutlich mehr Gewinn erzielen, wenn sie aufsteigen. Und vielleicht mal in 10 Jahren mal wieder europäisch spielen würden, wie auch immer. Genau, aber lass uns mal zurück zu dem Thema kommen, was wir gerade hatten. Also es ist nämlich wirklich ein spannendes Thema, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir wieder mal in der Scheiße stecken. Es ist ja wie so oft bei uns, dass dann im Endeffekt mal, wo man jetzt denkt, okay, geil, es hat jetzt mal geklappt, auch wenn es ein Viertligist war, dann fallen wieder lauter Leute aus. Ist natürlich bitter. Aber man muss ja sagen, dass zum Beispiel auf der linken Seite, ne, der Dutzi, der hat ja extrem gut funktioniert, fand ich. Und ich fand, bin ich 100% bei dir. Und ich fand auch in den ersten Spielen, also auch in Düsseldorf, fand ich ihn jetzt nicht schlecht. Ich fand, er ist eigentlich relativ offensiv auch gewesen und ich hatte seine Sache eigentlich gut gemacht. Im zweiten Spiel, wo er ausgewechselt wurde, fand ich jetzt auch nicht, dass er da irgendwie scheiße gespielt hat. Nee, aber war besser als Lukugi. Ja, der war ja richtig beschissen. Also
Ja, genau. Der war ja richtig scheiße. Aber deswegen, also Also tut ja nichts. ich würde den, also wieso sollst du den wechseln? Würde ich gar nicht. Und er ist rechts gegen den alten Verein. Na, wieso Also hat er gegen, hundertprozentig. hat er beim HSV gespielt? Ja. Ich dachte, Greuther Fürth, ach, davor hat der HSV. Ja, doch, stimmt. Ja, du hast ja recht. Ja, na dann natürlich erst recht. Also, den würde ich auf jeden Fall spielen lassen. So, und dann gehen wir doch mal davon aus, dass also Marton Dardai spielen kann. Den könntest du jetzt natürlich in die Okay. Innenverteidigung ziehen und würde ich dann auch denken, Ja. dass Pal das macht, oder? Ist die Frage, von was gehst du noch aus? Gehst du davon aus, dass Leisner Kempf und und Kempf Leistner nicht verletzt spielen sind. können? Ja. Okay, dann muss Martin Dardai in Verteidigung spielen. Und dann holst du wahrscheinlich Gechter mit in die Innenverteidigung, oder? Nein, oh, also ja, würde ich gar nicht machen. Oder Oremovic. Oremovic, ja. Okay, oh Gott, du weißt, was ich. Ich würde auch, wenn ich wollte, lieber könnte er lieber Gechter aufstellen, aber Uremovic hat, glaube ich, deutlich die Nase vorne vor ihm. Schade, weil Ganz unten. Dritt, Gechter. vierter von unten, vierter von unten, vierter von unten. Gechter hat ja eigentlich als Innenverteidiger bei uns auch schon ganz gute Spiele gemacht. Also. Ja, aber Uremovic ist wirklich gerade ganz weit vor ihm. Okay. Also, und auf der rechten Seite, Kenny war wieder mal scheiße eigentlich. Er war von allen Guten, war er der Schlechteste. Ja. Aber er war nicht schlecht. Ja. Naja, aber was machst du jetzt? Also. Ich würde Dings aufstellen, Michael aufstellen. Gabornik. Aber nicht auf rechts, der ist ja links eigentlich. Doch? Nö, er kann auch rechts spielen. Wirklich? Ja. Er kann Rechte rechts spielen, er Verteidigung kann der rechts. Pole. Kann auch sogar rechts außen spielen und links außen. Da kann er wirklich alles spielen, was irgendwie zwischen Mittelfeld und Abwehr ist. Dustin sagt, das ist viel zu offensiv. Wir sind doch gerade bei der Verteidigung, Der ist Dustin. Rechtsfuß. Ist zu dem Gabornik ist Rechtsfuß, Rechtsfuß. sagt Lijo auch. Lijo. Ja. Okay. Wäre natürlich geil. Aber ob Okay. er das schon nach jeder Woche macht, nach jeder Woche Training. Ja, meinst du, der mit der Schulterverletzung ist schwierig? Also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also ich denke auch, dass es wird wieder Kenny auflaufen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ja. Pekka ist zwar auch wieder fit. Aber ich fand es so krass, dass Pekka, der offiziell nur als Teilzeitprofi agieren soll, trotzdem den Vorzug auf der Bank vor Eitschberger bekommen hat. Ja, na gut, aber Damit Pekka hätte ich ist nicht halt, gerechnet. der ist halt auch ein super Typ. Also gut, Ja, du aber er hätte könntest jetzt null Erwartungen zu natürlich, spielen. du könntest jetzt natürlich auch sagen, ne, da Marton Dardai jetzt ja in der Innenverteidigung spielt, brauchen wir ja auf der 6 jemanden. Also du könntest natürlich Karbovnjak oder auch Duziak auch als Sechser aufbieten. Ne? Können sie ja beides auch spielen. Ich würde da wieder Clemens und Sada aufstellen auf der 6. Warum das ändern? Hat er funktioniert? Das hat ja Marton und Dings auf der 6 gespielt, oder? Nee, nee, Suat hat war nicht mit ja. Martin. Naja, also es waren offiziell Hüter, dann hat er nur einen Sechser gespielt. Ja. Wenn dann war von mir aus Suat der Achter und Genau. Richter war hängende Spitze oder zweite Spitze, wie auch immer. Genau, so habe ich es eher gesehen. Aber gespielt haben alle drei im Mittelfeld, Serdar, Clemens und theoretisch Richter. Also was machen wir jetzt rechts? Kenny? Lass uns Michael aufstellen. Michael Gabornik. Wird da abhängig, wie am Training funktioniert, aber ich würde es gerne sehen. Gabornik auf rechts. Karbovnik auf rechts, obwohl der ja eigentlich Natürlich links. mit einem großen Fragezeichen. Ja, okay. Das ist jetzt eine Wunschaufstellung, würde ich sagen. Aber ich denke, Nö, also dann würde Gechter spielen. Sokeria, wir gehen jetzt davon aus, dass Kempf und Leistner beide verletzt ausfallen. Ne? Also insofern ist jetzt die Frage, wie wird dann aufgestellt? Und die Frage ist halt auch so ein bisschen, das könntest du vielleicht auch beantworten. Pal, du kennst ihn ja. Du hast ja auch, ich habe ja innige Fotos gesehen von euch. Ha 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 ha. Pal ist ja bekannt, dass er eigentlich
die Mannschaft, wie sie gespielt hat, weiter spielen lässt. Für ihn hat es jetzt auch jetzt nicht, ist jetzt auch nicht so in die Hose gegangen, wie wir das teilweise jetzt gesehen haben, sondern ich könnte mir auch vorstellen, dass er sagt, nee, die Mannschaft wird erstmal so weiterspielen. Ja, ich halte es auch für durchaus möglich, dass er leider wieder rechts Kenny spielt, aber ich wehre mich einfach dagegen. Na komm, dann lass uns mal das, weil er hat, Zockeria hat recht, lass mal aufstellen, was wir denken, wie wir spielen. Okay. Und wenn Leisner und Kempf ausfallen, dann ist das schon eine wahrscheinliche Viererkette, muss man sagen. Clemens hat mir auch super gefallen auf A6 gegen Jena. Mega. Ja. Gutes Spiel gemacht. So, und dann aber sagst links. Du, oder links, und du sagst also, dann, Suat, dann wahrscheinlich auf der zweiten Sechserposition. Ja, der sich halt wieder vorne einschaltet, also zwischen 6 und 8 selber sich verschiebt. Okay, das würde dann heißen, dass natürlich der echt überragende Fabi Rehse, was für ein Kampfschwein, der ist wirklich krass, wie der abgeht, jede Situation von ihm ist gefährlich gewesen auf dem Flügel, also geiler Typ, muss ich sagen, gefällt mir immer besser. Ich finde, wenn er jetzt noch ab und zu mal durchschießen würde... Dann ist er nächste Saison weg. Dann ist er nächste Saison weg, genau. Oder noch bis zum 1. September. Also Rehse auf links. Das heißt, dann gehst du davon aus, dass dann wieder Marco Richter auf der 10 spielen wird? Ja. Jetzt hat nur mit Wunschaufstellung zu tun. Dann würde ich komplett anders aufstellen. Aber ja. So, das heißt... Richter. Und auf der rechten Seite. Palko rechts. Palko rechts hat auch gut funktioniert, aber es ist ja auch wieder. Wo ist er? Ja, Palko hat ein Tor geschossen. Winkler, ich weiß, fit? Aber Palko hat ein Tor geschossen. Palko hat gespielt. Du weißt, never change a winning team. Deswegen wird er auch Palko spielen müssen. Und dann ist ja auch klar, aber wer jetzt in der Wehrzentral spielt, nämlich. Kesig. Fluppe oder das Kippe, wie er genannt wurde bei uns. Super, nicht Richter, doch Richter auf der 10. Tabakovic, ja, da ist er. Genau. Und so wäre die Aufstellung. Ja, wenn ich entscheiden könnte, würde ich Richter noch nach rechts packen, würde Benze Dalek auf die 10 stellen. Ja. Rechts. Richter finde ich genau richtig. Kann Bochnik aufstellen. Und Uremovic würde ich rausnehmen für Gechter. Ich hätte also 5 Veränderungen. Ich würde auch Gechter stellen. Also gegen Jena hat er auch endlich mal wieder Spielpraxis bekommen. Fand ich auch gut, dass Paul gewechselt hat. Ich würde Richter auch auf rechts stellen, weil er da einfach besser funktioniert. Ist für Palko natürlich ärgerlich. Auch für Winkler, weil Winkler auch richtig gut gespielt hat. Für Benze. Nee, Benze würde auf die 10. Ja, ach so. Und Richter würde für Palko auf den rechten Flügel gehen. Genau. Also Palko raus, Benz rein. Genau. Jo. Aber man muss auch sagen, was machen wir denn hier mit Winkler? Der hat ja super gut funktioniert. Der wird seine Zeit bekommen. Wenn wir nicht 2-3-0 führen, wird ja ab der 60. 70. reinkommen. Meinst du, wenn er fit ist, wird Paul ihn nicht gleich wieder Startelf spielen lassen? Nee. Ist ja irgendwie ein bisschen, aber ist doch ein bisschen fies, weil ich meine, wir haben jetzt gegen Jena gewonnen, aber die Ligaspiele waren jetzt nicht so prickelnd. Und dann, weiß ich nicht, Diggi, aber dann lass Palko anfangen und das, ich habe mich nur ein bisschen entknackt, so, weißt du? Ja. Okay. Aber du hast jetzt kein Herzstich oder so. Nein. Dann ist ja gut. Ich wollte schon sagen, super ja, so Sofa, Alter. Knack, knack, knack. So, weißt du? So. Nein, Winkler wird seine Chance kriegen. Also, wenn Palko kein super Spiel macht, man nicht führt, wird Martin Winkler in der 60. bis 70. reinkommen für Palko. Okay. Also gehen wir mal davon aus, nicht unsere Aufstellung, sondern Pals wird so aussehen. Wenn. Ich habe ernsthaft Hoffnung, dass Kenny nicht spielt. Das wäre so meine erste
Änderung, die ich sehen könnte. Ja, also das wäre mein absoluter Wunsch. Also ist ja klar, also auch Uremovic wünsche ich mir nicht, das weiß ja jeder, auch wenn er bei Pal die letzten zwei Bundesligaspiele auch funktioniert hat, aber Alter. Aber was sollen wir machen, wenn Kempf ausfällt und Leisner, was ich persönlich sogar noch viel ärgerlicher finde, dann müssen wir das halt umstellen und dann wird es wahrscheinlich so werden. Oder? Ja. Ach, ganz vergessen. Nochmal zurück. Ja, okay. Gut. Ja, dann, von mir aus war es das eigentlich für die Woche. Ich weiß nicht, ob du noch was hast. Ein Gerücht, ein Thema? Tipp nicht. Ah, ich weiß nicht. Ja, ich wollte tippen, aber ich bin so abergläubisch. Das hat. Denn nicht? Der doch. Doch. Okay, wenigstens Hertha tippen können wir wenigstens. Komm, ey, lass uns tippen, komm. Was soll's. Aber glaube hin oder her, das ist ja egal bei Hertha. So, Neymar wechselt zu Al-Hilal. Al-Hilal für Millionen wieder mal. Warum geht Doni nicht dahin? Das hätte uns einen richtigen Millionenregen gebracht. Dafür ist das Doni noch zu jung. Ja. Wobei ja inzwischen auch schon viele Jungs dahin wechseln. Ist ja nicht mehr so richtig. Früher waren es immer die Älteren, die ja, die Liga, die Liga wird ja auch immer stärker da. Also bald kannst du nicht mehr sagen, so ja, da, was willst du da spielen, sondern spielen die Besten plötzlich da. Ist schon skurril, ey. Okay. Ja. So, also, Lautern gegen Elversberg. Oh. Puh. Lautern sogar noch hinter uns. Ja, eben. 0-0. Wiesbaden, die Überraschungsmannschaft. 1-1. Auf dem 7. Platz gegen unsere Freunde aus Karlsruhe. 1-1. Düsseldorf gegen Paderborn. 2-1. Warte, ich mach mal hier den Scheiß weg. So. 2-1. Okay, denkst du, ja? Die Fortuna. Jo. Dann auf dem 1. Platz. Fürth gegen St. Pauli. 1-2. Es ist so klar, weil du nämlich, das ist so geil, so mit Hertha-Brille getippt. Ah, für das, schlecht fürs Selbstbewusstsein. Fürth verliert zu Hause und dann müssen sie zur Hertha ins Olympiastadion. Einfach nur gut. Also für mich sind St. Pauli und Düsseldorf so die beiden Mannschaften, die jetzt nicht direkt ein Absteiger sind, die oben mitspielen. Ja, Pauli denke ich auch safe. Rostock-Hannover. 2-0. Für Hansa? Ja. Boah, dann wäre Hansa auf dem 1. mit 9 Punkten. Ja, nach 3 Spieltagen. Das ist besser, bester Start der Vereinsgeschichte. Kiel gegen Magdeburg. 2-1. Obwohl, ich glaube, Hansa hatte mal in der Bundesliga auch. War das nicht so, dass die 3 Spiele gewonnen haben und dann da auf Platz 1 standen? Bestimmt. Die haben auch mal Europa League gespielt, oder? Ja. Oder ja, damals genau. Der UEFA Cup. Genau. Wie war Kiel gegen Magdeburg? 2-1. Braunschweig gegen Schalke. 0-3. Osnabrück gegen Nürnberg. 2-1. 2-1. Okay. Wir holen ein schönes 2-2. Wir? Oh, das ist nicht dein Ernst, oder? Was? Punkt? Reicht dir nicht? In Hamburg? Warte mal, doch. Es ist genau das, was... Ja, hier ist es. Ach, Entschuldigung. Das Spiel der Woche. Das ist leider genau das, was ich auch gedacht habe. Unentschieden. Was uns im Endeffekt natürlich, es ist halt bitter, weil man kann sagen, ey, gegen HSV, ja, cool. Aber eigentlich wäre ein Sieg völlig. Weil dann haben wir einen Punkt. Und ja, das ist natürlich... Ja, nicht mal auf Abstiegsplatz. Ja, aber das ist,
ja, ich will es gar nicht sagen, sonst sagen die Leute wieder, ey, hör mal auf mit der Scheiße, Alter. Das ist, wir können froh sein, das und so. Nein, können wir nicht. Aber HSV wird natürlich nicht einfach, das stimmt schon. Es wird nicht einfach und wenn wir da nicht verlieren, fürchte ich auch, da müssen wir schon zufrieden sein. Wäre schon gut. Ja. Also verlieren wenn ist verboten. Wenn ich wetten würde, ich würde alle wetten, dass da viele Tore fallen. Insgesamt viele Tore fallen. Das denke ich auch. Das wird krass werden. Aber vielleicht haben wir uns dann auch wieder gefangen irgendwie. Wir hatten ja eigentlich die ersten beiden Spiele, sah die Abwehr ja auch schon gut aus. Wir werden es sehen. Es wird ja, aber die Abwehr ist ja nicht mehr da. Ja, wahrscheinlich. Eben, wahrscheinlich. Also es wird auf viele Sachen ankommen. Wir haben einen neuen Torwart. Wir haben eine neue Abwehr. Wahrscheinlich. Also, tja. Ja. Es wird spannend. Du bist im Stadion. Ich fahre ausnahmsweise mal hin. Du fährst ausnahmsweise mal hin. Ich bin sehr gespannt, mal schauen, ob wir da eine Verbindung in der Halbzeit hinkriegen. Wir machen natürlich einen Watch-Along hier auf diesem Kanal. Wir haben es ja schon zweimal versucht. Irgendwie, also in Jena war so Drecksempfang gewesen. Und in Hamburg, nee, in Düsseldorf hatte ich meine AirPods nicht bei. Ja. Aber da ging es. In Düsseldorf war eigentlich gut. Und ich denke mal, in Hamburg. Wir versuchen es nochmal. Wir probieren es. Ich wünsche dir auf jeden Fall zauberhafte Tage bis dahin. Grüß die Familie ganz lieb. Vielen Dank, dass wir das trotzdem durchgezogen haben. Du bist halt ein echt geiler Typ. Und ja, dann sagen wir mal, wir sehen uns am Samstag, oder? Machen wir. Und hau hin. Ich freue mich drauf. Also, Dennis, make it good. Und natürlich auch Grüße an Luki und den Rest der Familie. Wo ich auch denke, ey, die gehen auch überall mit dir hin. Das ist wirklich richtig sweet. Gestern also. Bei Paderborn, bei Lübeck gegen Hoffmann waren sie nicht bei, weil ich mein, du kurz alleine. Ja, Lucky war dabei. Ich habe das Foto aus der Kurve gesehen, wo man auch dachte, wie habt ihr da irgendwas gesehen vom Spielfeld, aber gut. Wir wurden sogar umsonst reingelassen. Auch eine lustige Geschichte. Wieso ja. Das denn? Ich hatte zwei Karten gekauft und habe vergessen, dass die tatsächlich noch in Papierform zugeschickt wurden. Wir sind ja nun schon seit Freitag im Urlaub. Oder unterwegs, oder ist es nicht richtig? Und dann ist mir eingefallen am Montag, tagsüber, scheiße, ich habe ja die Karten ja nicht. Dachte ich, gut, kaufst du neue, habe ich ja relativ günstig für 10 Euro oder für 12 Euro welche gekauft. Und dachte mir, okay, vielleicht habe ich die irgendwie online E-Mails gesucht, nichts gefunden, nichts, gar keinen. Ich habe nur bei PayPal die Zahlungsbestätigung gefunden und das war's. Nichts angerufen bei Lübeck, ja, muss nur neue Karten kaufen. Gut, also ich zum Stadion hin, dachte ich, naja, werde ich bestimmt irgendwelchen finden, der da irgendwie noch ein paar auf dem Schwarzmarkt welche verkauft oder vielleicht kriege ich doch noch eine Ticketkasse welche irgendwie oder wenn ich gegen Gästeblock und setze mich da halt neutral hin. Irgendwie, keine Ahnung, wie werde ich mich schon einfallen lassen. Komm da an, parken, alles schön, gehe dann zu dem Haupteingang hier vor der gegnerischen, also von Lübeck, die Fankurve und fragt da den Einlasser, der die Karte abgepiept hat. Du sag mal, wie sieht's denn aus? Gibt es irgendwie sowas wie ein Clearing Point, wo man ein Thema mit Karten klären kann? Da sagt er zu mir, na sagt er einfach, ihr seid von der Polizei. Was? Okay. Dann hat er mit anders gequatscht, der dann die Karten wieder gemacht hat, der wieder alle piept. Ich sag so, ich hab dich gerade nicht richtig verstanden. Kannst du mir nochmal erzählen? Na, geht doch einfach rein. Okay, dann einfach rein, zack, mal drin gewesen. Was? Wer hat das gesagt? Der Typ vom Clearing Point? Nee, der Typ, der die Karten nur eingescannt hat, um die Leute reinzulassen. Alter, das ist ja mal geil, aber das ist ja wohl mal völlig krass. Jo, kann man so machen. Du bist halt ein netter Typ irgendwie. Der dachte wahrscheinlich, eine geile Arzt, komm rein einfach. Aber Jesus. Aber es war auch nicht schön. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen. Es war auch nicht schön. Du hast da gestanden. Also ich gehe ja zum Fußball, um Fußball zu gucken. Jetzt stehst du da in dieser Ecke drin. Das ist ja nicht mal eine richtige Fangrube. Das war ja eine Ecke so. Boah, Sand aufgeschüttet, ja. Guckst in die knallende Sonne, wir haben geschwitzt wie die Schweine, du hast bloß ein Dreiviertel des Spielfelds gesehen. Mann, ja, vor allem, du standest so tief, ich hab's ja gesehen, du standest voll tief ja. Und dann waren ja da auch so die Banner angebracht an dem Zaun, du hast ja gar nichts gesehen, das war ja furchtbar. Ich wär irre geworden. Es muss ja nicht mal VIP sein, aber ich hätte doppelte und dreifache Jahre bezahlt, um einfach da sitzen zu können, im Schatten und das Spiel auch sehen zu können, weil ich werde das Spiel gucken, wisst ihr? Ich bin ja jetzt nicht da, um für Lübeck da Stimmung zu machen, sondern ich bin dafür da, um das Spiel zu gucken und das war irgendwie, aber alles gut. War okay, ich würde es wieder machen. Okay, eine gute, es war trotzdem eine schöne Erfahrung und eine gute Reise bis darauf, dass du mir keinen Marzipan mitgebracht hast und das ist eine Tragödie, das ist eine richtige Tragödie. Lübecker Marzipan, beste. Oh.
Ich habe zwei Geschenke für dich besorgt. Ah, geil. Guck mal, da habe ich es auch wieder rausgekitzelt. Küsschen, supergeil. Willst du sie sehen? Eins will ich sehen. Eins will ich sehen. Ja. Muss ich überlegen, wo die sind. Muss ich kurz aufstehen? Komm, steh mal kurz auf. Das will ich jetzt noch sehen. Leute, komm, ein Geschenk geht immer, oder? Für ein Geschenk, das gönnen wir uns noch. Der geile Typ. Hol dir bei Aldi Marzipan, das schmeckt doch nicht so gut. Wo sind denn die Geschenke? Wo sind denn die Geschenke? Flo, bist du Samstag beim AfD-Parteitag, um mit Stein zu werfen? Ey, Johnny L. Diggi, da bist du ja. 3, 2 für uns wäre ein Träumchen. Ein Träumchen, ein Träumchen, ein Träumchen. Bist du auch im Stadion? Boah, ey, ich bin sowas von fertig geschwitzt. Ich fühle mich wie in der Sauna. So. Sauna. Ah. Da ist er. Meine liebenswerte Frau geht zum Auto und holt es raus, liegt am Auto. Aber erstmal muss ich den Autoschlüssel finden. Ach so ein Quatsch, hör mal auf, lass ihn, nein, lass ihn. Ja, sie ist schon weg, sie ist gleich da, warte. Mann, Alter. Nee, Lukas geht. Opa lebt in Lübeck. Ja. Dein Opa, Thorsten, so. Oder wie? Oh. Ja, Thorsten, wie sieht's aus? Deine Wette, wir haben es nicht vergessen, ne? Wir sind alles Zeugen gewesen. 50 Euro schweben immer noch in der Luft. Diego Demme. Ich habe schon in der Stream-Beschreibung geschrieben, endlich Dämme. In der Hoffnung, dass es jetzt noch verkündet wird. Ich gucke jetzt noch mal rein, weil ich wirklich der Hoffnung war, dass bei unserem Glück, dass das klappt. Aber nein. Da ist es. Warte. Ich sehe es kommen. Wo? Ich sehe es kommen. Das Geschenk. Ah, cool. Ich google noch mal. Eins von zwei. Warte. Nee, so. Warte, ich muss das Bild anschreiben. Was denn das? Oh geil, was ist das denn? Schwartau? Das ist ja direkt hier, wo wir gerade sind, in Bad Schwartau. Und war heute im Werksverkauf gewesen. Oh, wie und da geil. Ich ist das Marmelade? Mitgebracht. Das sind 9 verschiedene Marmeladen. Wie geil, ey. Das ist ja der Hammer. Ich liebe Schwartau. Das ist meine absolute Lieblingsmarmelade. Schwartau Erdbeermarmelade ist Gottesgleich. Ich muss hier immer kämpfen, genauso wie um Heinz Ketchup. Weil ihr könnt euch das ja vorstellen, Freundin, die einen Union-Background hat, will natürlich kein Heinz Ketchup, sondern Werder. Ey, natürlich. Werder Ketchup. Und es ist der alte Krieg, Werder Ketchup. Nein, es gibt nur Heinz, ist das beste Ketchup. Nein, Werder Ketchup natürlich. Und genauso bei der Marmelade, nicht Schwartau, sondern, ach, ich weiß es nicht. Zott. Ich weiß es nicht. Ich pack das nochmal hier hin. Das ist genauso wie, ey, wenn ich, oh, ist das geil, ey, ich küsse euch. Ich küsse eure Augen, ihr seid die geilsten. Emil wird mir zwar die Hälfte wegessen, aber auch der freut sich. Auch für Emil ist das ja super. Du bist so ein geiler Typ, wirklich. Was war das denn noch? Eins von zwei. Genau, Spaghetti. Wenn ich die geilste Spaghetti Bollo koche, ja, ich koche die ja mit mega, mega viel Liebe. Ne? Ich koche sowieso so gerne, weil es mich so beruhigt. Ey, und dann kriege ich als Spruch, ja, aber besser ist ja irgendwie Spaghetti mit, was sagt sie immer, mit so einer Ketchup-Soße und Würstchen oder sowas. Würstchen reingeschnitten. Ja, das ist nämlich, das haben wir früher immer so gegessen. Ich so, was, wie? Ja, das ist das Beste. So. Und ich so, das ist doch nicht das Beste. Was ist denn das bitte? Mit Würstchen in einer Ketchup-Soße? Oder was ist das für eine Soße? Na ja, Jagdwurst. Jagdwurst, oder halt genau. Geflügelwurst. Genau. Oder die dann in der Pfanne auch noch so ein bisschen angebraten. Alter. Das wäre schön. Das kriegst du nicht. Ich krieg's einfach nur Rindisch. Oha. Und das kriegst du nicht, ey, Kathi ist da. Oh, du bist so gemein, ey. Nee, die ist draußen. Kathi macht es sicher. Haus. Nudeln mit Leberkäse. Ja, aber das sind so die, die Streitpunkte. Ich bin gerade abgelenkt. Werder Ketchup und Eberswalder Würstchen. So sieht's aus. Flo kann dir bei Insta nicht schreiben. Warum kannst du mir nicht schreiben bei Insta? Klar, schreib mir doch bei Insta. Wieso bist du,
Dann musst du, wir müssen doch befreundet sein bei Insta, oder? Ist das so? Na, folgen oder so. Ach, ich weiß es doch nicht. Was meinst du, was ich für einen Hate kriegen würde? Man weiß es nicht. So, meine Hasen, ich muss unter die Dusche. Ich bin nämlich wie nach dem dritten Aufguss hier oben. Wir sehen uns Samstag und dann nächsten Dienstag. Und ich freue mich schon sehr auf unser nächstes Essensdate. Das wollte ich dir nochmal sagen. Es war ein wunderschönes Essen. Ich habe mich tierisch amüsiert. War wirklich sehr gut. Nächstes Mal lasse ich das Auto zu Hause. No, weil ich bin ja dann dran. So sieht's aus. Nee, wir teilen uns das immer. Wir teilen uns das jetzt immer. Nein. Du suchst aus. Nein, wir machen immer, ja. Egal, das machen wir offline. Genau. Küsschen. Bis dann. Ciao, ciao. Hau hi. Hau hi, ihr Schnoddels. Ciao.